Lehre mit H statt Lehre mit zwei E. Bereits zum achten Mal findet der Berufswahl-Event dort in Bux statt, organisiert vom Arbeitgeberverband aus dem ganzen Land Werdenberg. Auch das lernt man etwa 400 Schülerinnen und Schüler aus der zweiten Oberstufe von der Sekundar- und Realschule aus dem ganzen Bezirk Werdenberg erwartet, darunter auch Vorlehrling aus dem BCP. Der Termin ist darum ideal, weil die Schülerinnen und Schüler sich genau jetzt zu dem Zeitpunkt, also so Ende November, eben mit dem Thema Berufswahl intensiv beschäftigen. Und an diesem Event haben sie eben die Chance auf regionale Lehrbetriebe aus Industrie, Gewerbe, Handwerk und Sozialem zu treffen. Auch sogar Kanti war dabei. 45 regionale Ausbildungsbetriebe haben sich präsentiert mit über 50 Berufsbildern, ein vielfältiges Lehrstellenangebot, das man hier auf kleinem Raum besichtigen konnte. Und diese Gelegenheit die ist wahrgenommen worden, mit Vollgas in Zukunft. Und mich jetzt interessiert, wie das eben Julia, Zara und der Jan sehen. Zuerst hat Zara den Jan befragt. Jan, was willst du eigentlich werden? Ich will Polymech werden. Wieso denn da? Ja, der Beruf gefällt mir und ich bin auch schon geschnuppert gegangen und das hat mir Spass gemacht. Wie war das, was ich so machen musste? Erzähl mir ein bisschen. Ja, also ich war bei den Presten in Schaan. In Schaan. Und dann habe ich ein Katapult gemacht. Und dann haben wir halt gefräst und alles. Okay, ja, klingt sehr spannend. Ja. Du, Julia, was willst du werden? Ich würde gerne Fachfrau Gesundheit werden. Ich bin auch schon zweimal schnuppern. Ich bin 3 Tage in Azmus und ich muss sagen, es hat mir sehr gefallen im Altersheim. Ich konnte viel machen mit Menschen und es wäre eigentlich schon sehr mein Traumberuf. Dann bin ich auch noch in Schaan. Dort konnte ich 2 Tage schnuppern. Es waren auch sehr nette Leute. Nur wegen dem Weg ist es dann ein bisschen problematisch, aber es hat mir sehr gefallen. Wieso wegen dem Weg? Was ist denn so problematisch? Wegen der Busverbindung. Also ja, das finde ich ist ein bisschen schwierig dann, aber sonst hat es mir sehr gut gefallen. Okay, ja. Und was würdest du gerne werden? Weißt du schon oder hast du schon irgendeine Vorstellung? Ja, nicht ganz, aber auch eher so Polymech-Konstrukteur, so etwas, weil mich interessiert. Also dein relativ Männerberuf, könntest du dir das vorstellen? Ja, eher so etwas. Okay, gut. Grüezi! Ja, grüezi! Was möchten Sie gerne werden? Ja, Informatiker. Schon, ja. Ja. Beruf? Ja, dass man einfach mit dem Computer zu tun hat und ja, ich finde das einfach spannend. Was machen Sie da? Wir sind Pago, wir machen Etikett- und Etikettiermaschinen und wir tun da unsere Lehrbriefe ausschreiben, das KV und noch 4 andere Berufe. Falls ihr Interesse habt, kommen vorbei. Ja. Okay, super. Danke vielmals. Was möchten Sie werden? Automechaniker. Automechaniker? Ja. Gehen Sie in Trial oder gehen Sie in SEG? SEG. Ah. Und was willst du werden? KV. KV? Ja. Kannst du beschreiben, was das ist? Ja, Büro, mit Büro arbeiten. Ja. Einkauf machen, Verkauf. Rolf, ja. Informatiker, ein Wunschberuf heutzutage? Ja, ich denke schon. Die ganzen Medien alles zeigen es, dass das Bedürfnis da ist und der Fachkräftemangel bestätigt, so, dass das Bedürfnis da ist. Voraussetzung gute Nerven? Voraussetzung wäre vor allem gute Mathe-Noten. Das wäre eigentlich das erste Mal. Und wer heisst, es ist schwieriger geworden, um jemanden zu finden? Ich denke schon, die Anforderungen sind grundsätzlich gestiegen an die Lehrlinge, aber auch natürlich von Seite des Lehrbetriebs her. Das heisst, es ist manchmal schwierig, ein Gleichgewicht zu finden und somit grundsätzlich die Anforderungen gestiegen. Ja. Was bringt jetzt die Ausstellung da? Wir selber sind als Firma nicht vertreten, aber ich begrüße es sehr, dass die einzelnen Berufsgattungen in einem kleinen, kompakten Rahmen mal schnell hergestellt werden, weil es ist ja nicht klar für jeden Lernenden, ich will jetzt gerade nur das machen, sondern die einen und die anderen haben ein bisschen größeren Fokus und so kannst du dich relativ in einer kurzen Zeit kompetent da in der Region updaten, denke ich. Lausanne hier in Bux, warum das? Was macht ihr? Was bietet ihr an? Also wir sind nicht von Lausanne, aber wir gehören zu Lausanne. Wir sind von PASUK und wir sind eine Partnergesellschaft von Lausanne, von der Hotellerie Suisse. Und gell, die hier ausgebildet werden, müssen alle auf Basuk rufen. Also da die Kurve in die Strecke nicht richtig bündelt. Genau, ja. Also, bist du auch dort hochgefahren? Ja, jeden Tag. Und die andere Alternative werden wirklich los haben? Ja, genau. In der Region ist das noch relativ schwierig, gell? Wirklich eine hochstehende Ausbildung im Hotelbereich zu machen. Auch schwierig, zum Lehrstelle zu finden, oder nicht? Nein, ich finde eigentlich nicht so. Also, es wird immer wieder neue junge Leute gebraucht. Und
Ja, ist eigentlich recht einfach, wenn man Interesse hat. Das heisst, du hast relativ schnell eine Lehrstelle gefunden? Ja, ist eigentlich recht schnell gegangen. Ist ein Unterschied zwischen Passauk und Lausanne? Passauk ist eher ein bisschen kleiner, ein bisschen heimlicher. Lausanne ist natürlich sehr international, ist auch viel grösser. Und ja, also wenn man es eher ein bisschen heimlicher hat, geht man lieber auf Passauk. Und das ist schon deine Vision? Was machst du weiter, wenn du fertig bist? Mit der... Ich mache nachher die HF. Aha. Also zur diplomierte Hotelfachfrau. Also nachher dann international tätig? Ja, also mein Ziel ist eigentlich ins Ausland zu gehen, ja. China? Nein. Nicht? Nein. Ja, wäre interessant. Also wenn der Ming Chung in Shenzhen hat ein Hotel geführt mit 35 Restaurants und so. Wäre das... Oder Dubai? Ja, Dubai ist sicher auch etwas. Aber ich denke eher in Europa unterwegs oder zu Australien. Du machst KV bei der Oerlikon, gell? Ja, genau. Ist es streng? Also, die Oerlikon selber ist nicht so streng, aber ich finde die Schule ziemlich streng. Du machst schon eine BMS? Genau. Berufsbegleitend? Ja, fest zusammen. Das tut immer sich ein riesiger Stress. Ja, wenn man sich gut einteilt, geht alles. Was hast du noch im Sinn, mit der BMS zu machen? Ich habe das Gefühl, dass ich noch studieren gehe, aber zuerst werde ich nach der Schule jetzt dann noch ein bisschen arbeiten. Und nachher studieren eher etwas Technisches oder völlig etwas anderes dann? Nein, also ich habe das Gefühl, ich gehe nicht richtig von Soziales. Okay, oder vielleicht sogar Lehrerin? Genau, halt so etwas mit Kindern. Du bist eine Liechtensteinerin, gell? Ja, genau. Gerade gestern von Dutz erfahren, Ebenholz heisst Schule aus, sie suchen Lehrerinnen. Ich glaube, ich bin noch ein bisschen zu jung, bis ich dort noch Lehrerinnen so und bin ich, glaube ich, immer noch am Studieren. Aber schön ist doch, dass man einen Haufen Möglichkeiten hat. Gell? Ja, das finde ich auch super. Du machst Chemielaborantin hier? Genau, ja. Ist das ein relativ schwieriger Beruf für eine Mädchen? Hat es einen Haufen Mädchen oder wie sieht das aus? Also es ist etwa vom Geschlecht her gut aufgeteilt, hätte ich meine. Im ersten Lehrjahr haben wir jetzt nur Mädchen, jetzt im Lehrjahr sind wieder zwei Buben und nur ich. Ja. Schwieriger hätte ich nicht meine. Dass wir da irgendwie einen Nachteil haben oder so. Es ist schon anspruchsvoll, aber es ist sehr interessant und vielseitig. Aber gell, mit Mathe musst du doch noch recht rauskommen und dann natürlich bei diesen verschiedenen Prozessen und diesen Verbindungen und dann mit den Konstanten und mit der Formel und dies und jenes. Also, da hast du nie ein Problem gehabt. Also sehr habe ich auch schon ein Problem gehabt. Es ist also, aber man wird ja Schule und auch vom Betrieb sehr gut unterstützt, dass das dann gut zu machen ist, hätte ich meine. Man muss einfach dranbleiben und dann klappt das ganz gut. Wie bist du auf den Beruf gekommen? Mich hat es als Kind immer schon interessiert. Dort habe ich auch schon so ein Mikroskop bekommen von meiner Mama und habe kleine Viechle zerlegt und so. Und habe auch so Experimente gemacht. Und ja, so ist es dazu gekommen. Das wäre glaub, wirklich wahrscheinlich unter Umständen die Lösung, dass man die Mädchen schon früh auch mit so technischen Sachen konfrontiert. Dann würde sich auch trauen, so einen Beruf zu machen. Genau, ja. Also ich merke, letztens ist das immer ein grösseres Thema, also Mädchen technische Berufe anschauen gehen. Und ich finde das sehr gut, weil ich merke es ja an mir selber, dass das also sehr gut harmonieren kann. Und darum sage ich immer, schnuppern einfach, probieren es, schauen es an. Und ja, man merkt es dann von selber, ob es passt oder nicht. Machst du noch BMS dazu? Ich mache jetzt keine BMS dazu. Hast du Sinn, nachher noch BMS zu machen? Ja. Und dann, was machst du nachher? Nachher muss ich weiter schauen, aber vielleicht mal zuerst mal ein paar Jahre arbeiten und Erfahrung sammeln und dann schaue ich weiter. Alexander Tott, Ausbilder gell, bei der IWO Glar. Sind ihr auch Betriebe, die von diesen Lehrlingen über den Fünfer verlangen? Nein, sind wir wirklich nicht. Bei uns ist wichtig, dass sich die Jugendliche wohlfühlt und persönlich entwickelt. Und wenn sie wollen, und das ist uns wichtig, sie müssen wählen und das Glänzen in den Augen haben beim Schnuppern, dann kommt das von alleine. Und es muss kein Fünfer sein, es muss einfach ihre persönliche, sehr gute Leistung sein. Und das ist egal, auch wenn es ein Vierer ist. Wie suchen ihr es denn aus? Oder anders gefragt, habt ihr genug so Nachwuchs? Wir haben im Schnitt auf die 10 bis 9 Lehrstellen ungefähr 220 Bewerber. Wir haben genug Bewerber, aber wir suchen wirklich nur die aus, die zu uns passen. Und wie gesagt, das Glänzen in den Augen. Es ist wie ein Assessment, so einen ganzen Tag, wo ein Test ist, wo man das Ganze anschaut. Und es ist wichtig, das Bewerbungsgespräch und auch unsere Lehrlinge betreuen, die Schnupperlernenden. Und es ist wichtig, die Feedback, die man dort kriegt. Also Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz, das muss schon da sein, gell? Wille auch, ja. Aber genau, Leistungsbereitschaft, Ehrgeiz und der Wille ist sehr, sehr wichtig. Du bist mal alles aufgewachsen, du bist Ungarn. Man kennt ja, ungarische Eltern sind meistens sehr, sehr streng. Also du hast wahrscheinlich auch eine harte Jugend gehabt, nehme ich an. Ja, meine Eltern sind sehr streng. Sie haben gesagt, Integration über alles, integrieren in die Schweiz, integrieren mit den Jugendlichen und nicht bei den Wurzeln daheim bleiben.
Sind wir in der Schweiz jetzt inzwischen mal ein bisschen auf einer falschen Fährte? Also müssen wir da ein bisschen mehr Leistung abfordern? Sind wir international gut aufgestellt? Wir sind international sehr gut aufgestellt. Das sieht man immer an den World Skills, dass wir dort regelmässig Medaillen abräumen. Ich glaube nicht, dass wir grosse Umstellungen haben müssen. Wir müssen einfach auf die heutigen Jugendlichen eingehen, mit denen ihren Ansprüchen, mit den Digital Natives, die sie haben. Einfach auf das müssen wir ein bisschen Rücksicht nehmen. Aber sonst vom Leistungsanspruch her sind wir sehr, sehr gut aufgestellt. Alexander Baumgartner, wie steht es mit dem Männernachwuchs bei den Coiffeuren? Wir sehen zum Glück eine positive Tendenz. Leider ist aber die Nachfrage immer noch relativ gering für unsere Branche. Aber leider heisst, es wäre schon nicht schlecht, wenn es auch eine gewisse Ausgewogenheit gäbe. Es würde auf jeden Fall eine interessante Abwechslung geben. Woran liegt euch das? Ich vermute, dass einfach immer noch viele Herren Schwierigkeiten haben, in so eine modische, kreative Branche zu gehen, weil sie entweder nicht mit den Kompetenzen rechnen, die sie könnten entwickeln könnten, oder einfach schlichtweg auch nicht auf die Idee kommen, dass so etwas auch interessant könnte sein. Lehre statt Lehre, Lehre mit H, natürlich viel besser als Lehre mit 2E. Und hinten dran, wenn ich ein bisschen schwenke, heisst es Zukunft. Und ihr seid natürlich die Leute, die diesen Jugendlichen natürlich eine Zukunft geben, auch bei der Berufsberatung. Ja, also wir schauen, dass die Leute eine Zukunft vielleicht finden können. Das ist ein Teil unserer Aufgabe. Oder auch später, wenn es bei weiterführenden Sachen ein Thema könnte sein, sind wir natürlich als Laufbahnberatung auch wieder gerne zur Stelle. Und ein Teil ist eben so eine Ausstellung. Was bringt denn so eine Ausstellung da? Also ich finde es eine riesengroße Wertschätzung gegenüber den Jugendlichen, den Schülerinnen und Schülern, all die Betriebe, die sich da präsentieren und gut präsentieren und zeigen, dass sie Freude hätten, dass die Jungen zu ihnen kommen, eine Lehre machen. Das ist doch ein deutliches Beispiel, wie gut das Lehre verankert ist bei uns in der Region auch und überhaupt in der Schweiz. Ja, natürlich auch die Lehrstellenbörse bewirtschaften. Wie sieht das aus im Moment? Also, gibt es arbeitslose Jugendliche? Hat es genug Stellen oder hat es gewisse Nischen, die nicht besetzt werden können? Ja, es hat schon genug Lehrstellen, aber es passt halt nicht immer. Und dann gibt es Jugendliche, wo es dann vielleicht noch zu früh ist, auch die Berufswahl, die dann vielleicht noch ein Zwischenjahr brauchen. Da gibt es ganz unterschiedliche Geschichten. Und man muss einfach schauen, dass alle eine Fortsetzung haben und dass man jedem das bieten kann, was er gerade braucht, dass er das in den Weg gehen kann. Also zum Teil ein kompliziertes Puzzle, wie ihr bei der Laufbahnberatung dann auch ein bisschen helfen können, auflösen, oder? Ja, jeder hat seinen eigenen Weg und dann schauen wir auch individuell an und schauen, dass es eine Fortsetzung gibt.